Wir haben wieder am 7.2. große Aktionen vor. Es geht erneut gegen den Neujahrsempfang der AfD. Wir werden deutlich machen, dass die AfD hier in Münster keinen Platz, keine Räume bekommen darf. Und wir werden vor allem deutlich machen, dass ihre rechte Hetze, ihr Rassismus und ihr Programm der sozialen Ausgrenzung hier in Münster auf radikale Ablehnung stoßen. Wir waren in den vergangenen Jahren schon mit mehr als 10.000 Leuten hier auf den Straßen und Plätzen unterwegs, um gegen die AfD vorzugehen, um deutlich zu machen, dass Münster für etwas steht, für Solidarität, für ein menschliches Miteinander und eben aufsteht gegen Menschenverachtung, gegen Rassismus, gegen soziale Ausgrenzung. Wir haben neben dem Prinzipalmarkt auch noch Mahnwachen und Treffpunkte angemeldet auf der anderen Seite des Rathauses, auf der Clemensstraße und Salzstraße und Karlsplatz. Auch dort kann man sich sammeln, auch dort kann man demonstrieren, auch dort kann man blockieren. Wir gehen davon aus, dass sich wieder viele Menschen beteiligen werden und wir halten es gerade vor dem Hintergrund eines zunehmenden Rechtsrucks, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt, auch in anderen Teilen Europas, für dringend geboten, ein wichtiges, klares und deutlich und entschiedenes Zeichen zu setzen, dass klar ist, diesem Rechtsruck muss entgegengetreten werden. Die AfD ist Teil eines internationalen Netzwerkes, dessen Ziel darin besteht, die Demokratie von innen heraus auszuhöhlen, zu schwächen und durch ein autoritäres Herrschaftssystem zu ersetzen, das eben nationalistisch, das völkisch geprägt ist, das durch soziale und ethnische Ausgrenzung geprägt wäre. Und genau dem wollen und müssen wir entschieden entgegentreten. Wir setzen uns ein für eine vielfältige, eine diverse, eine solidarische Gesellschaft. Und deswegen wenden wir uns gegen den von der AfD praktizierten Rassismus, ihren Antisemitismus, Behinderten- und Frauenfeindlichkeit. Kurzum, wir treten ein für eine Gesellschaft, die sich gegen Menschenverachtung, gegen Rassismus einsetzt und kämpft für eine solidarische Gesellschaft. Wir rufen ganz ausdrücklich zu einer großen Beteiligung an den Aktionen auf. Es ist, das kann man so sagen, es ist wichtiger denn je, das heute zu tun. Denn wir werden uns nicht damit abfinden, dass die AfD als eine, wie auch immer geartete, normale Partei, in Anführungszeichen normale Partei oder demokratische Partei wahrgenommen wird. Denn die AfD ist keine demokratische Partei. Sie ist zwar durch demokratische Wahlen in Parlamente gekommen, aber sie ist keine demokratische Partei. Sie ist, wie gesagt, eine Partei, die im Grunde diese Demokratie abschaffen will und durch ein autoritäres Herrschaftssystem ersetzen möchte. Vorbilder gibt es da in Ungarn, mit Viktor Orban. Dem wollen, müssen wir uns entschieden widersetzen und entgegentreten. Diese Entwicklung müssen wir blockieren. Und deswegen kommt alle am 7.2. Seid dabei. Münster,